Ja, jetzt sehe ich dann, ich verliere. Und was nicht, ja, was mache ich da? Ich meine, normalerweise, wenn ich verliere, was selten passiert, ihr wisst ganz genau, ich verliere selten, weil ich halt besser als der Durchschnitt bin, dann... Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine erneute Runde Black Ops 2, mal wieder. Und zwar beginnt heute der Countdown. Heute ist der... Ah, wann kommt das Video hoch? Am 25. kommt das andere Hater-Video hoch. Also dieses, wo ich darauf aufmerksam mache. Und am 26. müsste das eigentlich hochkommen. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich bin immer sehr unzuverlässig, wenn es um sowas geht. Auf jeden Fall, ab morgen, ich versuche es, will ich einen Countdown starten. Und zwar... Call of Duty Advanced Warfare erscheint. Übrigens, ich spiele Fly for Alle, weil es mein Lieblingsspielmodus ist, ne? Also ich liebe Fly for Alle, weil man einfach auf sich alleine gestellt ist und es spielt keinen Roll, ob das Team verkackt oder nicht. Wenn man verliert, ist man selber schuld. Es seien irgendwelche Gegner boosten, aber das passiert hier eigentlich nicht bei Black Ops 2, deswegen ist es vollkommen egal. Ich würde gerne einen COD Advanced Warfare Countdown machen. Falls einige Leute sich jetzt fragen. Countdown, was ist das? Ich bin nicht so gut in Englisch. Das ist, ein Countdown ist quasi etwas, wo man jeden Tag bis COD Advanced Warfare rauskommt. Oh shit, ja, das ist schon wieder, wir haben schon wieder einen Sniper in der Lobby, der richtig abgeht, Mann. Bis COD Advanced Warfare rauskommt, jeden Tag ein Video macht und immer den Tag erwähnt quasi. Und ich werde hier die Anzahl sterben, habe ich das Gefühl. Ach du Scheiße. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder mit den Snipern los. Ich habe sowas von der Schnauze voll, Alter. Ich habe sowas von die Schnauze voll ernsthaft. Ich würde am liebsten hier bleiben. Und ich wette, ich werde trotzdem sterben. Verpiss dich, du kleiner Motherfucker. Wo bist du? Oh mein, ich bekomme... Ah, da hinten. Oh mein Gott, diese... Oh, jetzt haben wir wieder voller Sniper, Mann. Überall sind scheiß Sniper. Ich hasse es. Ach, da ist einer. Da hinten ist einer. Nee, ich muss sagen, wenn man so richtig viele Sniper in der Lobby hat, ist es echt nervig. Gegen normale Spieler habe ich ja nichts, aber gegen Sniper, meine Güte, wenn es so viele sind... der Typ ist so gestört, Mann. Der Typ snipet doch den ganzen Tag, Mann. Ja, diese Countdown-Idee, wenn es euch gefällt, klickt dann, lasst einen Daumen nach oben da. Alles wird gut, du musst sterben, du missgeborenen Sniper. Dann weiß ich, ob euch die Idee gefällt. Also, wie gesagt, ne? Daumen nach oben, da wird man dich loben. Und ein weiteres sein fällt mir leider nicht ein. Also nur, ne, loben, Daumen nach oben. Was nennt sich noch? Garderoben. Ja. Und, genau, das war's. Ja, witzig. Ja, diese Countdown-Idee war spontan. Das Advanced Warfare kommt bald raus. Ich habe das Spiel gespielt, allerdings hat meine Festplatte nachgegeben. Also jetzt wirklich... Oh, shit. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Ob ich noch einholen kann, ich weiß es nicht. Ich bin ziemlich hinten. Ziemlich weit hinten. Eine wichtige Information noch. Und zwar kann ich die Videos leider nicht allzu lang machen. Also sie können nicht allzu lang werden, weil ich noch einen zweiten Kanal habe. Ich will, um ehrlich zu sein, nicht... Ich will gar nicht da aufhören, Videos zu machen. Es macht einfach so eine Laune, das machen zu können, was ich gerne will. Und ich mache da wirklich alles, was ich will. Im Moment let's play ich Tomodachi Life. Und The Evil Within. Und Super Mario Bros. U. Nur ich kann halt alles nicht irgendwie täglich... Das ist wirklich schwer hochzuladen, weil ich kriege die Videos gar nicht hoch. Weil die auch meistens... ziemlich lang. Oh, hallo? Wenn du nicht stirbst, du kleiner Pissermann, dann... Keine Ahnung, Alter. Ah, Nase juckt. Die Videos, das dauert halt eine Weile, bis die oben sind. Das ist natürlich sehr traurig. Aber ich kann sie halt nun mal nicht länger machen. Und ja, jetzt sehe ich gerade, ich verliere. Und was... Ja, was mache ich da? Ich meine, normalerweise, wenn ich verliere, was selten passiert... Ihr wisst ganz genau, ich verliere selten. Weil ich halt besser als der Durchschnitt bin. Dann... kann ich halt nicht noch ein Spiel spielen, weil... der Part dauert zu lange. Und das Video nochmal aufzunehmen, mache ich sehr selten. Ich nehme meistens ein Video auf und das war's dann. Dieser Pisser, Alter, stirbt man. Nase juckt die ganze Zeit, ich hasse das. Die Gamer-Position habe ich nicht angemacht, weil ich finde, sie ist es im Moment nicht wert für so eine Ankündigung. Der ist hier. So, du musst sterben, mein Freund. Nase juckt, hör auf zu jucken, Mann. Oh mein Gott. Nein, ich bin hier, falls du mich suchst. Oh mein Gott, dieser Typ killt mich immer. Dieser kleine Bastard, wie ich ihn nicht... Ich kann ihn einfach nicht leiden. Ach du meine Güte, wieso kann ich den einfach nicht leiden? So, nachladen. Ich werde gleich eh sterben, da kann ich mit euch wetten.
Naja, auf jeden Fall diese Countdown-Idee spontan gekommen. Das Spiel nähert sich langsam sehr. Es nähert sich sehr. Außerdem bin ich sehr froh, weil am 4. Weil wenn wir den 4. September haben, dann habe ich auch am 17. September mein Internet. Das heißt, es dauert nicht mehr so lange wie ab dem jetzigen Zeitpunkt. Was ja irgendwie logisch ist, ne? Weil es dann in der Zukunft ist und wir uns dem 17. nähern. Da wird nämlich mein Internet ankommen. Es dauert bei der Telekom immer ein bisschen länger. Paar Tage kann es schon dauern, beziehungsweise Monate. Das ist quasi wie so ein Arzttermin. Da muss ich lange drauf warten, weil es so viele Patienten gibt. Und ja, das dauert halt eine Weile. Aber gut, das wollte ich nur ankündigen. Wie gesagt, schreibt mir auch in die Kommentare und nicht nur in der Bewertung, wie ihr das findet. Auch ein paar Hater-Kommentare ruhig. Das ist sehr schön. Ich liebe Hater-Kommentare, ja. Okay, nein, Spaß. So sehr liebe ich sie auch nicht, aber ich liebe sie schon sehr. Also, sie bringen mich mal zum Lachen. Also, wenn ihr mich zum Lachen bringen wollt, sagt mir, wie schlecht ich bin. Sagt mir, wie scheiße ich geworden bin. Und das ist der Nachteil, wenn man keine UAV hat. Dann würde ich auch nicht gerne der Gegner sein. Der Typ, Alter, das ist doch eine Assault Rifle, die er hat. Das ist doch eine... Der Pisser, Mann, wie ich den nicht leiden kann. Und meine Nase juckt extrem. Bin ich eigentlich nach reingejoint, ja, ne? Gott, ich spiele aber auch Grand Krios. Keine Sorge, Leute, in den nächsten Parts werde ich viel besser spielen. Das ist quasi nur eine kleine Aiming-Aufwärmphase. Vielleicht gewinne ich ja sogar noch, man weiß es nicht. Aber da müsste ich jetzt richtig gut spielen. Es wird aber nicht so einfach. Die kommen ja meistens von da. Oh, nice, Headshot. Drohne habe ich jetzt auch noch, was sehr schön ist. Vielleicht versucht der Letzte hier irgendwie einen Ultra-Mega-Super-Mega-Kill hinzubekommen. Wäre natürlich super, dann könnte ich mir einige Zeit sparen. Der Typ chillt hier. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Ach, scheiße. Ich bin gerade am falschen Ort irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, den haben wir noch bekommen. Vorräte brauche ich nicht. Schmeiße ich einfach hier hin. Ich kann aber die hier werfen. Ich habe leider noch die Killstreaks. Dings da. Ja, es gibt nur eine Sache, die ich machen werde. Und zwar, wenn ihr noch Videos von meiner Freundin sehen wollt... Zum einen, würde es wahrscheinlich so sein, dass ich nicht will, dass sie irgendwie beleidigt wird, weil ich, ihr wisst ganz genau, Frauen sind sehr, sehr, ne, ihr braucht nur zu einer Frau sagen, sie ist scheiße und sie nimmt sich das zu Herzen. Und eigentlich bei einer Person ist das eigentlich scheißegal, aber wenn das so viele schreiben, dann ist das natürlich sehr traurig, also nicht für sie, sondern für denjenigen, der das schreibt, weil wieso sollte man sowas schreiben, das ist eine sehr gute Frage. Oh, ja, genau. C4 an der Laterne. Stirblaterne. Stellt euch mal vor, dass... Oh, ich hab... Das war ein Collateral, den er da gemacht hat. Lol, das will ich sehen. Okay, dann hat er sich den Sieg verdient. Sehr schön, dass du das gemacht... Das war kein Collateral. Oh mein Gott, dieser Noob, Alter. Ich will noch unbedingt gewinnen. Mann, bin ich schlecht, ey. Ja, totaler Noob, Alter. Schreibt ihm mal eine Nachricht, dass er richtig schlecht ist. You're the worst player in the world. Das müsst ihr ihm schreiben. Und dann weiß er Bescheid. Er war wirklich richtig schlecht. Außerdem gab es nur 4 Spieler dort, was ziemlich schade war. Lasst mich wissen, was ihr zu der ganzen Idee sagt. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Und dann machen wir den Countdown. Und dann geht's los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss.